Hallo, meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen TCG-Deck-Vorstellungsvideo auf meinem Kanal. Was geht ab, Leute? Ist ja mittlerweile schon wieder ein bisschen her. Und wir wollen uns heute mal Pikarum anschauen. Ich habe bisher, warum auch immer, noch kein Pikarum-Deck vorgestellt. Deswegen, Leute, heute kommt Pikarum. Demnächst sind ja die Rotations. Da rotiert ja einiges raus. Vieles aus diesem Deck allerdings nicht. Ich kann jetzt mal einen groben Blick drauf werfen. Wir verlieren Kapuriki. Das ist aus Stunde der Wächter. Ich glaube, Hyperball geht nicht. Ich glaube, war ein Ultra-Prisma Hyperball? Ich bin mir tatsächlich gar nicht hundertprozentig sicher. Und legit war es, glaube ich, an Karten, die rausrotieren. Ne, Faulkner rotiert, glaube ich, sogar noch raus. Ich glaube, Faulkner war aus Ultra-Prisma. Der ist eigentlich ziemlich wichtig. Und natürlich Fluchtbord, aber da bekommen wir... Fluchtbord ist auch... Ne, Ultra-Prisma geht gar nicht raus. Ne, Nevermind, wir verlieren Bromley. Bromley ist natürlich nicht so geil, dass wir den verlieren. Wabernd wurde, glaube ich, schon gereprintet und wir verlieren Lele. Aber es geht sehr, sehr wenig raus. Das heißt, wenn ihr dieses Deck nachbaut, geht euch sehr wenig verloren und es ist gut ersetzbar. Ich würde sagen, ich stelle es euch erstmal vor. Wir haben einmal den Deden mit Dedewechsel, wodurch wir unsere Handkarten auf den Ablagestab legen dürfen. Und dafür dürfen wir 6 Karten neu ziehen. Man kann auch 2 spielen. Ich bin aber mehr so ein Fan von einem. Man kann es nicht leicht mit Faulkner suchen, aber 1 reicht, denke ich. Wir haben ein Prisma-Kapuriki für die Fähigkeit. Einmal während deines Zuges, wenn sich dieses Pokémon auf deiner Bank befindet, kannst du 2 Pokémon auf deiner Bank wählen und dann jedes eine Elektroenergiekarte aus deinem Ablagestapel anlegen. Wenn du das machst, lege alle Karten von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel und dieses Pokémon ins Nirgendwo. Super easy, super nice, gut für Energien. Dann haben wir Kapuriki, auch wichtig für die Fähigkeit. Wenn du dieses Pokémon während deines Zuges aus deiner Hand auf deine Bank spielst, kannst du beliebig viele Elektroenergien von deinen anderen Pokémon auf dieses Pokémon verschieben. Wenn du das machst, tausche jedes Pokémon gegen dein aktives Pokémon. Dieses Pokémon gegen dein aktives Pokémon aus. Also, stell dir vor, wir haben 2 Pikarum mit jeweils einer Elektroenergie auf der Bank stehen. Dann legen wir Kapuriki. Dann wird Kapuriki unser aktuelles Pokémon. Alle Elektroenergien auf einen anderen Pokémon werden dann auf Kapuriki gelegt. Und wir können dann noch eine weitere Elektroenergie ranlegen. So kommt man schnell, meist schon in der zweiten Runde, vielleicht auf einen Angriff mit dem Prisma Kapuriki. Ja, mit Zapdos, wenn dieses Pokémon auf der Bank war und in diesem Zug zu deinem aktiven Pokémon wurde, fügt diese Attacke 70 Schadenspunkte mehr zu. Der Schaden dieser Attacke wird durch Schwäche nicht verändert. Das heißt, super gut für Early 80 Damage. Ja, mit Zeraora auch gut für die Fähigkeit. Jedes deiner Pokémon, das mindestens eine Elektroenergie angelegt ist, hat keine Rückzugskosten. Können wir sehr viel switchen. Gerade für Zapdos sehr gut. Jirachi und Lele kennt ihr. Elektrokraft. Während dieses Zuges fügen die Attacken deiner Elektro-Pokémon dem aktiven Pokémon gehen erst 30 Schadenspunkte mehr zu. Auch sehr, sehr cool. Und wir haben ein Elektro-Ladegerät, wirft 2 Münzen, mische pro Kopf eine Elektrokraft-Karte aus seinem Ablagestapel. Dein Deck kann gut sein, kann man aber auch rauspacken, wenn man lieber was anderes spielen will. Kann ich das auf jeden Fall verstehen. Elektromagnetisches Radar ist quasi wie ein Hyperball. Nur besser, du kannst diese Karte nur spielen, wenn du 2 andere Karten aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel legst. Du suchst dein Deck nach einer beliebigen Kombination aus bis zu 2 Elektro-Pokémon GX und Elektro-Pokémon EX. Zeig sie deinem Gegner und nimm sie auf deine Hand. Mische anschließend dein Deck. Also, wir könnten uns quasi damit einen Pikarum und einen Zeraora holen. Richtig gut. Oder den halt, je nachdem. Na, Hyperball, Nestball, Tausch, Donnerberg. Die Kosten der Attacken der Elektro-Pokémon deiner und der deines Gegners verringern sich um eine Elektroenergie. Super gut. Und dann gibt es noch Xenia. Du suchst dein Deck nach bis zu 2 Prisma-Karten. Zeig sie deinem Gegner und nimm sie auf deine Hand. Mische anschließend dein Deck. Ist richtig gut, wenn ihr die Early auf der Hand habt. Kapuriki und Donnerberg sind halt beides super insane wichtige Karten. Und so kommt ihr auf jeden Fall an die ran. Auch ganz geil ist ab und zu mal mit Lele zu. Also Xenia mit Lele zu holen und dann den Donnerberg und Ricky sich zu organisieren. Den Rest sollte eigentlich alles relativ klar sein. Das ist im Groben und Ganzen das Deck. Damit werden wir jetzt ein Match zocken, damit ich euch zeigen kann, wie das funktioniert. Ich hoffe, es wird ein gutes Match. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich. So, wir haben jemanden gefunden mit einem Psycho-Elektro-Deck. Ist auch Pikarum? I don't know, es können natürlich auch einfach nur in Deden sein, die Elektro-Karte. Ich weiß es nicht, er fängt auf jeden Fall an. Wir hätten eigentlich anfangen wollen mit dem Deck, aber ist okay. Vielleicht kriegen wir was Gutes. Das sieht eigentlich gar nicht so kacke aus, wenn ich ehrlich bin. Ich habe euch den Folgenden gar nicht erklärt, ne? Durchsuch dein Deck nach einer Item-Karte und einer Elektroenergie-Karte. Zeige sie deinem Gegner und nimm sie anschließend auf deine Hand. Das ist eigentlich ziemlich gut. Wir haben auf jeden Fall den Donnerberg schon auf der Hand und haben Jirachi im Lead. Jirachi im Lead geht natürlich immer fit. Kann man nichts gegen sagen. Und er hat hier ein Mauzi. Spielt wahrscheinlich Subilicat GX. Er spielt Schnur... Ne, er spielt keinen Schnurtag, oder? Ha. Huh. Ich bin verwirrt, okay. Wir gönnen uns ein Nestball und eine Elektroenergie.
Wir haben viel zu viel Elektroenergien leider gezogen. Mit dem Nestball holen wir uns Zapdos. Und hoffen einfach, dass wir jetzt eine Fluchtbord bekommen. Yes, sweet. Damit können wir Mauzi auf jeden Fall schon mal killen. Also es gibt auch ein Deck, was alleine nur um Zapdos gebildet ist. Wo man tatsächlich gar kein Pikarum drum spielt. Aber Pikarum ist ziemlich gut. Und man muss sich halt aber nicht auf Pikarum verlassen mit dem Deck und noch eine Elektroenergie. Nice. Ich habe richtig häufig Probleme mit Elektroenergien in dem Deck. Aber jetzt werden die mir einfach hinterhergeschmissen. Gut, gut. Okay, wir haben auf jeden Fall den Bromley, was ganz gut ist. Schauen wir mal. Also eigentlich spielt er keinen Schnurtag. Er holt sich mit Retrox. Vielleicht schon, aber warum spielt er dann diesen Mauzi? Ich glaube, es macht keinen großen Unterschied, ne? Oh ne, er hat sogar eine Double Colorless. Und er geht für Schnurtag. Schläft er nicht jetzt? Ja. Okay. Na gut, mit einer Double Colorless. Sehr interessant. Nice, wir haben das elektromagnetische Radar. Damit können wir zwei Elektroenergien wegschmeißen. Können uns Zirkrom holen. Können uns Coco holen. Ne, wir holen uns Pikarom. Machen das so. Dann machen wir zack. 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 Bromley geht auf Mauzi. Holen wir Jirachi wieder nach vorne. Können die Sternensuche aktivieren. Holen uns noch ein Fluchtbord, okay. Brauchen wir nicht unbedingt, aber geht in Ordnung. Pikarom haben wir auch gleich schon ready. Also, das läuft gerade ganz gut. Ich denke, ihr versteht. Es ist sehr, sehr simpel eigentlich. Ein bisschen hin und her geswitche und der nächste Kill ist geclaimed. Alright. Und wir gönnen uns noch eine weitere Preiskarte und ein Hyperball, okay. Ja, die zwei Elektroenergien sind schon für Prisma Kaporiki auf dem Ablagestapel. Er holt sich hier das Kaporiki mit der Salto-Spirale. Interessant. Ich verstehe sein Deck noch gar nicht. Ist das ein Smog? Keine Ahnung, was er spielt. Ich weiß es legit nicht. Also jetzt kommt langsam Smog. Aber was macht dann Dings? Ich verstehe es mit Orkinese, ja. Ich verstehe den Gedanken. Aber ich muss es ja auch nicht gut finden, ne? So, wir gehen für Donnerberg. Elektroenergie. Rückzug auf Pikarom. Wir gehen für Cynthia. Okay, wir gehen für Nestball. Holen uns noch ein. Hier links, wir holen uns das Prisma Kaporiki. Das kann man machen. Mit dem Hyperball können wir Hyperball und Kaporiki wegschmeißen. Können uns damit noch ein Pikarom holen. Zack, können Walter Tanz einsetzen und rüsten Zekrom und ups, Pikarom aus. Es läuft gerade einfach perfekt. Also Gegner ist leider nicht so gut. Habe ich so das Gefühl. Ich weiß es nicht. Vielleicht überrascht er mich. Vielleicht macht er mich gleich auch noch richtig nass. Aber irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, dass er noch nicht so gut ist. So, wir gehen jetzt uns die drei Energien hier auf Pikarom, weil wenn wir sechs Energien auf Pikarom haben, die habe ich Pikarom gar nicht erklärt. Dann, wenn dieses Pokémon mindestens drei extra Elektroenergien angelegt sind, fügt dieser Attacke ein Pokémon auf der Bank deines Gegners 170 Schadenspunkte zu. Damit können wir gleich zwei Pokémon von ihm killen. Das heißt, wir killen sowohl Smogmog als auch Kommandutan oder dieses Kaporiki, je nachdem, was er halt ausrüsten möchte. Kriegen wir damit gekillt. Es läuft insane gut. Holy shit. So gönnt sich Pantymos. Damit können wir keine Pokémon mehr auf die Hand nehmen. Was okay ist. Absolut fein. Ah, wir verlieren den Donnerberg. Ist aber okay, weil wir einen Falken auf der Hand haben. Aber der Schrein der Bestrafung ist natürlich nervig. Der ist natürlich nervig, aber sollte nicht so schlimm sein. Besonders, er hat kein zweites Mokmok ausgerüstet oder so. Und, ja, von daher sollte das easy fit gehen. Also, Smogmog ist tatsächlich gegen Pikarom, finde ich, gar nicht so bad. Okay, wir gehen für Faulkner. Gönnen uns. Okay, hat surrendered. Na gut, aber ich würde sagen, wir machen trotzdem noch ein Match. Das, ja, können wir ja so jetzt nicht stehen lassen. Ich möchte es ja weiter zeigen. Deswegen, bis gleich. So, war ein solides erstes Match, aber ich will euch ja natürlich ein wenig mehr von dem Deck zeigen. Gut, er hat tatsächlich sehr, sehr teure Kartenhüllen. Lässt er uns anfangen? Nee, er möchte wieder anfangen.
Die sind tatsächlich sehr, sehr selten. Die liebe die. Finde ich richtig cool. Der Start ist nicht ganz so geil, aber kann man machen. Es kommt drauf an, was wir gleich noch für eine Karte ziehen. Kehrt Rajim Lead ist natürlich sehr gut für ihn. Und nicht so geil für uns. Und er holt sich Sichlor. Spielt er Cherox GX? Spielt scheinbar echt Cherox GX. Ziehen hier noch sein zweites Sichlor und das Cynthia. Ist okay. Cherox GX. Mit einer goldenen Schallenergie. Ist ja auch hier. Oh, okay, ich glaube, der hat so die Creme de la Creme-Karten am Start. So, was gönnen wir uns? Wir haben Deden. Wir könnten theoretisch gesehen Elektrokraft, Elektroenergie, elektromagnetisches Radar. Zack, zack. Picarom und Zekrom. Zack, zack. Dann machen wir den. Gönnen uns noch den. Yes. Das ist gar nicht so geil tatsächlich. Das ist gar nicht so geil. Aber wir können Jirachi auf jeden Fall killen. Gönnen uns auf jeden Fall noch den Volkner. Gönnen uns damit das Elektroladegerät und eine Elektroenergie. Ja, kann man machen. Aber wir hätten uns auch mit Nestballen Rajim und können noch eine Elektrokraft legen. Elektroladegerät. Eigentlich spielt man das nicht so, Leute. Okay, wir kriegen kein. Also Elektroladegerät ist tatsächlich gar nicht so geil. Aber das ist okay. Manchmal kann das ganz gut sein. Aber wir kriegen auf jeden Fall so den Kill auf Rajim. Gut. Und wir kriegen Lede. Wir haben halt gar keinen Platz mehr. Holy shit. Viel zu viel Platz. Ist weg. Sie legt eine Double Colorless an Sichlor und gönnt sich hier seinen Cherox. Das aktive Pokémon des Gegners, ein Entwicklungspokémon, ist für diese Attacke 100 Schadenspunkte mehr zu. Okay, wenn es X zu seines Gegners werden diesen Pokémon durch Attacken 30 Schadenspunkte weniger zugefügt. Wenn die verbleibenden KP dieses Pokémon 100 oder weniger betragen, fügt seine Attacken dem aktiven Pokémon des Gegners 80 Schadenspunkte mehr zu. Interessant. Sehr, sehr interessant. Den will ich auf jeden Fall schnell wegböllern. Am besten mit Picaroms GX-Attacke. Oh, okay. Ist jetzt nicht mehr möglich mit der Metallbratpfanne. Ha, okay. Interesting, er geht für Stahlflügel. Killt uns natürlich nicht. Wir haben eine Stahlresistenz, was ganz gut ist. Er spielt scheinbar auch Durengard. Okay. Wir haben hier Kapuriki. Bringt mir halt nichts. Ohne, ich hab so schlecht gezogen. Ach, du Heilige. Bringt mir halt nichts ohne den Donnerberg. Könnte theoretisch. wir legen Elektroenergie an Zerora. Ziehen zurück auf Zerora. Holen uns mit Lili eine Unterstützung. Einfach gar keinen Platz mehr. Das ist so schlecht. Ne? Das ist halt wirklich schlecht. Und wir holen uns eine Cynthia. Was anderes bleibt mir gerade leider nicht übrig. Dann machen wir das so. Zack, 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 zack. Jetzt kommen natürlich keine Elektroenergien, wenn ich die gern hätte. Zum Wegschmeißen. Und dann gehen wir für volle Bolster Jax, weil ansonsten geht hier gar nichts mehr. Ohne Witz. Und wir gönnen uns die beide an Picarom. Sonst verlieren wir viel zu viel Speed. Trotzdem mega schlecht. Aber das Einzige, was wir gerade machen können. For real. Okay. Es wird interessant. Sagen wir es mal so. I don't know, ob wir das gewinnen können. Weil er kam sehr schnell an seine Karten und wir kommen sehr, sehr langsam an unsere Karten. Aber schauen wir mal. Wir haben hier eine Elektroenergie. Das ist natürlich sehr geil. Bromley gönnen wir uns auf. Ditto schon so krass ausgerüstet. Ganz auf Ditto. Kennen wir den als erstes. Und dann gönnen wir uns. Ja, das war's erstmal. Gönnen uns den mächtigen Blitz. Zack. Killen Ditto. Und gönnen uns natürlich die drei Energien auf unserem Picarom. Damit wir unseren
Ah, wir können unseren GX. Ich habe meinen GX-Angriff eingesetzt. Ah, ich bin so ein Opfer. Ich bin so dumm. Ich habe ja. Ich benutze nie Zeraora's GX-Move und deswegen habe ich halt null dran gedacht. Aber ist okay. Können trotzdem noch gewinnen. War trotzdem dumm. Wir können trotzdem noch gewinnen. Alter, das war so dumm. Das war so insane dumm. Ich dachte so, yo. Brain Move 10.000 und es war einfach richtig dumm. Oh Gott. Leute, macht das so nicht. Okay, krieg Marshall, das ist egal. Das ist der stärkste Pikaum aller Zeiten, Alter. Ganz dickes Uff. Hier die ganzen. Hol ich die viel Ausrüstung der Art und so weiter. Okay, da kommt Marshall. Ist okay. Wir haben nicht so krasse Karten gerade. Es geht fit. Ja, das lässt sich sehen. Okay, du klärst dir 3 Schadenspunkte mal der Anzahl der an alle Pokémon angelegten Pokémon-Ausrüstung zu. Yo, what? I see, I see. Lol, okay, ich verstehe sein Deck. Das ist ziemlich cool. Er gönnt sich noch Kukui. Wer spielt Kukui? Dummer Missplay. Aber noch alles drin. Geht für Kleiderwechsel. Weil er das Wahlband, okay, von sich da runter machen will. Er will es wahrscheinlich auf Shirox packen. Nee, hey. Okay. Einfach ein bisschen flexen scheinbar. Und es macht halt 100. Das ist insane. Das ist wirklich insane. Ach du Heilige. Okay, wir gönnen uns Volkner. Wir gönnen uns Elektrokraft und Elektroenergie oder Wahlband und Elektroenergie wäre, glaube ich, auch okay. Ja. Und wir gehen für mächtiger Blitz. Und hauen die 3 Elektroenergien an. Komm an. Zack, zack, zack. Können uns noch eine weitere Karte holen. Elektroenergie, okay. Das wird interessant. Er wird halt gleich. Wird er. Ne, er kann uns nicht killen, ne? Ne, 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 er kann uns nicht killen. Ne, kann nicht. Also Pikaum kriegt er auf jeden Fall noch nicht down diese Runde. Auch nicht mit seinem GX-Move. Nee. Das ist ziemlich gut. Ziemlich gut. Das wird close. Das wird tatsächlich sehr, sehr close. Hat uns nicht gekillt. Das heißt, wir könnten theoretisch gesehen in der nächsten Runde auf Zapdos wechseln. Fragezeichen. Na, ich habe vielleicht aber auch eine andere Idee. Okay, er nimmt wieder das Wahlband runter, wahrscheinlich, weil er das Wahlband langsam auf Shirox packen möchte. Geht für Stahlflug und der killt uns nicht. So, wir sind 10 Damage auf, das ist ganz geil. Wir haben Bromley. Den müssen wir uns theoretisch aufheben. Wir können zurückziehen und auf... Können auf Zeraora gehen, theoretisch. Aber ich meine, wird Zeraora halt so oder so, glaube ich, killen. 80 Damage mehr, 160, 160, minus 20, 140. Ja, er killt uns auf jeden Fall. Der macht nur 50. Ja, ist ja gut, ich mache ja schon. Ja, ich gehe trotzdem Zeraora. Oh nein, das war dumm. Aber wobei, es ist okay, eigentlich ist es egal. So, aktivieren Xenia. Okay, es war wirklich dumm. Weil mein Donnerberg in den Preiskarten ist. Ah, okay. Ist aber trotzdem nicht so. Doch, ist schlimm. Ist richtig schlimm. Ich bin so dumm. Warum habe ich nicht Volksenia aktiviert? Ich hätte halt einfach nachschauen sollen, mein Donnerberg in den Preiskarten ist. Ich mache richtig viele Missplays gerade. Sieht trotzdem nicht schlecht aus, weil das Deck vom Gegner nicht wirklich gut ist. Es ist nicht konsistent und Pikaum halt eben schon. Aber trotzdem mache ich gerade so viele dumme Fehler. Ich habe lange kein TCG mehr gespielt zu meiner Verteidigung. Jetzt locker 1-2 Wochen nicht, weil ich nicht zu Hause war. Das ist meine Ausrede. Ich will es so spannend machen, Leute. Ich will es so spannend machen. Die Sasti wird uns halt jetzt nicht killen. Nächste Runde können wir trotzdem mit Plasma Fäust angreifen. Theoretisch. Wie es jetzt praktisch gesehen ist, weiß ich noch nicht so genau. Wenn wir dann für Plasma Fäuste gehen, machen wir ihm 160 Schaden.
natürlich die Bratpfanne. Machen wir 130 Schaden. 130, dann hat er noch 80 KP. Oh. Ja, das ist jetzt ungünstig. Das ist wirklich ungünstig. Das ist sehr ungünstig. Wir haben das Warband auf Pikerom machen, aber damit auch nur 150 Damage. Ich könnte theoretisch gesehen... Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie ich das mache. 80, 100... Okay, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Bromley und Kuku, ja, das ist klar. Dass er sich die wieder zurückholt. Er darf jetzt nur nicht gut ziehen. Das ist die Hauptsache. So, er geht für Stahlflügel. So. 80, 100, 10, 80. Okay. Wir gehen auf... Okay. Wir gehen auf Zara-Aura. Dann aktivieren wir den Faulkner. Und uns Elektrokraft. Und Energie haben wir keine. So. Dann ziehen wir zurück. Gehen in Coco. Aktivieren Kokos Fähigkeit. Hauen hier und hier eine Energie dran. Einfach damit wir noch ein paar Mons ausgerüstet bekommen. Und dann den Den noch eine Energie dran. Mit dem Nestball können wir uns noch einen Raji holen. So, jetzt gehen wir für Elektrokraft. Machen ihn mit Donnerangriff 80 Schaden. 50 Schaden? Warum nur 50? Warum habe ich nur 50 gemacht? Ich bin noch rausgewechselt mit Zara-Aura. Da müsste ich doch theoretisch gesehen 80 machen. Plus Elektrokraft sind doch 110. Verbessere mich gerne, wenn ich irgendwas vergessen habe. Ich bin komplett verwirrt. Ich bin komplett verwirrt. So geht für Stahlflügel, killt jetzt hier Zapdos. Ist okay. Ist es das? Weiß nicht. Wo sind die Schadensmarken von seinem Shirox? Wie hat er das geheilt bekommen? Hä? Hä? Achso, er hat es ausgewechselt mit dem. Wieso habe ich ihm nur 50 gemacht? Das verstehe ich nicht. Ja, ist ja gut. Okay. Wir gehen für Lilly. Aha, okay. Er wird Pikarom nicht killen. Wir gehen hier von dem mächtigen Blitz, machen ihm 120. Warum mache ich ihm nur 120 Schaden? Er ist doch nur minus 30. Achso, ja, das ist richtig. Okay, das ist doch richtig. Ich nehme alles zurück. Wieso habe ich ihm gerade aber nur 50 gemacht? Das verstehe ich nicht. Ja, wenn er jetzt hier gleich irgendwie sein Bromley bekommt, dann wird es das wahrscheinlich gewesen sein. Okay. Killt er uns? Aber er killt mich gar nicht. Ah, doch, klar, er macht 80 Schaden extra, okay. Ich habe super Garbage gespielt, es war trotzdem ein spannendes Duell. Ich glaube, ihr habt trotzdem das Deck verstanden, auch wenn ich zwischenzeitlich so dumm gespielt habe. Leute, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr das auf jeden Fall sehr gerne eine positive Wertung, und da es tut mir leid, dass ich im letzten Match nicht so gut gespielt habe. Bitte verzeiht mir das. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.